Dieses Video richtet sich an alle Menschen in der Banken- und Versicherungswirtschaft. Ob du Vermittlerin oder Vermittler, im Innendienst, im Außendienst, Beraterin oder Berater bist, Vorstand, Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterin, ob du im Schadenmanagement, in der Buchhaltung oder in der Produktentwicklung tätig bist, ob im Marketing oder im Vertrieb. Am 26.09.2021 ist Bundestagswahl und mit dem Beginn einer neuen Legislaturperiode werden auch in der Finanzdienstleistungsbranche oft die Weichen neu gestellt. Hinzu kommt dann noch, dass das Pariser Klimaabkommen, die Agenda 2030, härtere Wetterphänomene und die damit verbundenen Milliardenschäden immer wieder neue Herausforderungen für Versicherungsunternehmen darstellen. Eine immer schwierigere Situation in der gesetzlichen Rente und die Krise, ausgelöst durch die Pandemie seit Beginn 2020, die nicht wirklich hilfreich für Entwicklung und Wirtschaftswachstum ist, fordern uns alle auf eine ganz neue und andere Art und Weise heraus. Aber auch die Verschiebung der Märkte und die Minuszinsphase haben Auswirkungen auf die zweite Säule der Altersvorsorge. Und hier muss sich endlich etwas tun. Und mit der Wahl wird sich was tun. Und was genau die einzelnen Parteien so vorhaben, erarbeiten wir heute in einem großen Vergleich miteinander aus. Wir schauen uns Themen wie Provision versus Honorarberatung an, das Thema Provisionsdeckel, die Riester, weil wir, glaube ich, alle irgendwie wissen wollen, wo da die Reise hingeht, die Situation bezüglich PKV und die BaFin als neue Aufsicht. Im Anschluss zu diesen fünf Themen gehe ich nochmal auf die Veränderungen in den Bereichen Versicherung und Investment ein und wie die Parteien sich dort positionieren. Außerdem kriegt ihr dann nochmal ein paar mehr Infos als nur zu diesen fünf Hauptbereichen. Bei diesem großen Vergleich habe ich die Wahlprogramme der Union, also CDU/CSU, der FDP, den Grünen, der Linken und der SPD berücksichtigt. Warum die Grünen an dritter Stelle stehen? Weil G hinter F und C im Alphabet kommt. Verschwörungstheoretiker. Warum die AfD in diesem Video nicht vorkommt? Ich habe mir nur die Parteien und die Wahlprogramme der Parteien angeschaut, die realistischerweise an einer Regierungskoalition beteiligt sein könnten. Und da klar ist, dass eine SPD, eine CDU, aber auch die Grünen und die Linken sowieso und die FDP auch keine Koalition mit der AfD eingehen werden und die AfD jetzt nicht so aussieht, als würde sie über 50% der Stimmen erreichen, fällt die AfD hier also in diesem Vergleichsvideo raus. Alle Wahlprogramme habe ich dir auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls dir einfach mal abends langweilig wird. Nein, damit du nachlesen kannst, weil ich die ein oder andere Aussage natürlich zitiere. Also lasst uns direkt reinstarten mit dem Thema Provision und oder Honorarberatung. Im Wahlprogramm der Union findet man das Wort Provision nicht mal und auch keinerlei Ausführungen in diese Richtung. Also bleibt die Provisionsberatung bestehen, genauso wie die Honorarberatung. Die FDP hat es ebenfalls nicht im Programm, spricht sich aber im Allgemeinen weiterhin für den provisionsbasierten Verkauf aus und plant auch nicht, diesen abzuschaffen. Die Grünen fordern auf Seite 204 die Abschaffung der Provisionsberatung und die Einführung einer unabhängigen Honorarberatung mit gesetzlicher Honorarordnung. Bedeutet, dass auch die Honorare gesetzlich geregelt und nicht selbst bestimmt werden können. Die Linke will ebenfalls die Provisionsberatung und generell den provisionsbasierten Verkauf komplett abschaffen und sie fordern eine Finanzberatung auf Grundlage der Honorarberatung, aber verstärkt über Verbraucherzentralen. What? Geil, oder? Die SPD drückt sich etwas unklar im Wahlprogramm aus, aber Zitat Seite 23. Für das Vertrauen in die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit von Finanzmarktakteuren und Finanzprodukten ist es gerade für KleinanlegerInnen wichtig, dass sie eine unabhängige und an ihren Interessen orientierte Beratung erhalten können. Ja gut, also das kann sowohl durch Provision als auch durch Honorarberatung erfolgen. Aber hier ist wohl eher die Tendenz zur Honorarberatung. Im Programm wollen sie also nicht klar dazu Stellung beziehen. Vielleicht kommt da gleich noch was beim Provisionsdeckel. Setzen wir jetzt mal gemeinsam voraus, die provisionsbasierte Beratung bleibt auch in der nächsten Legislaturperiode bestehen. Wie sieht's denn dann zumindest mit einem Provisionsdeckel aus? Überraschung, keine Partei erwähnt irgendetwas davon in ihrem Programm. Tja, und jetzt? Wir können nur übers Programm hinausgucken. Durch die Arbeitsgruppe Finanzen der Union wissen wir zumindest, dass die CDU/CSU bislang einen Deckel ablehnt. Die FDP spricht sich ganz klar gegen einen Deckel aus, zumindest in der Lebensversicherung. Die Grünen wollen die Einführung eines Provisionsdeckels. Näheres dazu habe ich in einem Presseartikel auf ihrer eigenen Homepage gefunden, in dem die Tabea Rössner, Sprecherin für Netz- und Verbraucherschutzpolitik, und der Stefan Schmidt, Mitglied im Finanzausschuss, am 24.02.2021 schreiben, Zitat, wir Grünen bedauern zudem, dass die Bundesregierung den Provisionsdeckel bei Lebensversicherungen aus dem Gesetzesentwurf herausgenommen hat. Tja, und die Linke? Auch wenn jetzt die meisten vielleicht Klarheit vermuten, so findet man keinerlei Ausführungen von ihnen zu diesem Thema. Also weder im Wahlprogramm noch irgendwo. Eine kleine Aussage habe ich von Hubertus Stäbel aus dem Jahr 2018 gefunden. Zitat, ein Provisionsdeckel in der Lebensversicherung ist für die Linke letztlich nur eine halbe Sache. Es müsse ein Provisionsverbot her. Ja, und jetzt wird auch klar, warum man nichts findet. Die Linke fordert ein Verbot der Provisionsberatung. Also wozu überhaupt über einen Deckel sprechen? Absolut nachvollziehbar. Die SPD spricht sich ganz klar dafür aus, da schon Lothar Binding von der SPD erst im Frühjahr diesen Jahres im Bundestag sagte, aber so haben wir noch schöne Aufgaben für die nächste Legislaturperiode, als es auch um den Provisionsdeckel für die Restschuldversicherung ging. Und die Koalition dann ja nicht auf einen Deckel in der Lebensversicherung gesetzt hat, beziehungsweise sich nicht darauf verständigen konnte. Das gleiche Thema war ja auch bei den Grünen, die sich auch auf diese Situation beriefen. Tja, so viel zum Thema Deckel. Ob wir einen auf den Deckel kriegen? Wir werden sehen. Kommen wir zum dritten Thema, der Riester-Rente.
Dieses Mal starte ich von hinten, damit die SPD auch mal als erstes darf. Die SPD fordert eine Reform der Riester-Rente. Nein. Die Riester soll weg und stattdessen, Zitat Seite 35, setzen wir uns für ein neues, standardisiertes Angebot ein, das kostengünstig ist, digital und grenzüberschreitend und, nach schwedischem Vorbild, auch von einer öffentlichen Institution angeboten wird. Die Förderung neuer Verträge werden wir in Form von Zuschüssen auf untere und mittlere Einkommensgruppen beschränken. Also, ein Förderprodukt soll es weiterhin geben, aber mehr schreiben sie nicht dazu. Die Linke will ganz klar die Riester abschaffen und sowohl das Guthaben als auch die Rentenzusagen auf freiwilliger Basis in die umlagefinanzierte gesetzliche Rente packen. Ist also keine Pflicht dann, aber sie bieten es an. Die Grünen wollen die Riester ebenfalls abschaffen und stattdessen einen Bürgerfonds. Zitat 115. Wir wollen die Riester und die Rürup-Rente durch einen öffentlich verwalteten BürgerInnenfonds ersetzen. Die öffentliche Zulagenförderung der privaten Altersvorsorge werden wir reformieren und auf niedrige und mittlere Einkommen fokussieren. Also bei Ihnen neben Abschaffung der Riester auch die Abschaffung der Rürup. Natürlich beschäftigt sich auch die FDP mit dem Thema Riester, will aber keine Abschaffung, sondern eine Reform. Zitat 67. Auch die Anlagevorschriften bei der staatlich geförderten Altersvorsorge, zum Beispiel bei Riester-Verträgen, wollen wir öffnen. Der Wohnriester bleibt unberührt. Die Sparerinnen und Sparer sollen selbst über den für sie passenden Rendite- und Risikomix sowie die Anlageformen entscheiden. Bedeutet, sie wollen die gesetzlichen Vorgaben im Hinblick auf Riester an die aktuelle Marktsituation, an die Zinssituation anpassen, damit der Sparer, die Sparerin wieder eine bessere Rendite erwirtschaften kann. Auch wenn das mehr Risiko bedeutet. Die CDU-CSU entscheidet sich für einen Neustart und für ein neues, provisionsfreies, verpflichtendes Standardvorsorgeprodukt. Zitat Seite 62. Bei der privaten, staatlich geförderten Altersvorsorge brauchen wir einen Neustart. Wir wollen sie effizienter, transparenter und dadurch attraktiver und einfacher machen. Wir werden Kriterien für ein Standardvorsorgeprodukt festlegen. Dieses Produkt ist verpflichtend für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, es sei denn, sie widersprechen der Einbeziehung, Opt-out. Das Standardprodukt soll ohne Abschlusskosten und mit möglichst niedrigen Verwaltungskosten auskommen. Dabei soll es eine attraktive und unbürokratische Förderung durch den Staat geben. So, jetzt wisst ihr, wer was vorhat. Kommen wir also zum vierten Thema. Der privaten Krankenversicherung. Die CDU-CSU will die PKV behalten und lehnt eine Einheitsversicherung ab. Die FDP ebenfalls, allerdings will sie auch den Wechsel zwischen PKV und der GKV erleichtern. Die Grünen wollen die PKV abschaffen und stattdessen eine Bürgerversicherung für Pflege und Gesundheit einführen, in die alle einzahlen. Und die Linke will ebenfalls die PKV abschaffen und eine solidarische Gesundheitsversicherung einführen, in die auch wie bei den Grünen dann alle einzahlen sollen. Die SPD genauso wie die Grünen, also eine Abschaffung der PKV und die Bürgerversicherung für Pflege und Gesundheit, in die alle einzahlen. Kommen wir zum fünften Thema, die neue Finanzaufsicht in Form der BaFin und wie die einzelnen Parteien das entsprechend sehen. Spannend, der derzeitige Gesetzesentwurf zum Übergang auf die Aufsicht durch die BaFin wurde seitens der SPD forciert. Laut Wahlprogramm setzt sich die SPD also dafür ein, dass die BaFin stärkere Kontrollkompetenzen erhält und sie auch mehr Kompetenzen bei der Geldwäscheaufsicht bekommt. Die Linke schreibt nichts zum Thema BaFin, aber das ist wohl auch verständlich, denn schließlich wollen sie alle Banken und Versicherungsunternehmen in öffentliche Hand überführen. Seite 61 unten, da könnt ihr das mal nachlesen. Da wäre dann wahrscheinlich eine Aufsicht durch die BaFin wohl überflüssig. Die Grünen fordern auf Seite 204 die Übertragung der Aufsicht auf die BaFin und zwar ausnahmslos für alle Beraterinnen und Berater, Vermittlerinnen und Vermittler. Die FDP hingegen, die will die BaFin selbst erst einmal regulieren und neu aufstellen, damit sie im Anschluss zu einer besseren, handlungsfähigeren, schlagkräftigeren Finanzaufsicht weiterentwickelt werden kann und so das Vertrauen in den Finanzplatz Deutschland zurückgewonnen wird. Stichwort Wirecard. Eine Aufsichtsübertragung auf die Versicherungsvermittlerinnen und Vermittler ist aber nicht geplant. Die Union thematisiert die BaFin im Wahlprogramm gar nicht. Hierzu sind also keine Ausführungen zu finden. Allerdings wird die Aufsichtsübertragung in Teilen der Union als kritisch gesehen. So, das waren erstmal die für die Branche wichtigen Einzelthemen. Aber da ein paar mehr Informationen sicher auch sinnvoll sind für euch, schauen wir uns noch einmal schnell die Veränderungen im Hinblick auf Versicherung und Investment der einzelnen Parteien in einer Übersicht an. Die CDU und die Versicherung. Sie wollen die Altersvorsorgepflicht für alle Selbstständigen, die Beibehaltung berufsständischer Versorgungswerke, die Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge, das verpflichtende Standardvorsorgeprodukt in der privaten Altersvorsorge, die Generationenrente, die Ablehnung der Einheitsversicherung und Beibehaltung der PKV und sie wollen die Pflegeversicherung weiterentwickeln. Und im Investment? Da setzen sie auf einen starken Verbraucher- und Anlegerschutz, Transparenz bei Finanzprodukten und sie wollen die europäische Finanztransaktionssteuer einführen. Die FDP will die freie Wahl bei der Altersvorsorge für Selbstständige, mehr Wettbewerb zwischen Krankenkassen, ein duales Gesundheitssystem, ein Drei-Säulen-Modell für die Pflege, Altersvorsorge nach dem Baukastenprinzip, einen flexiblen Renteneintritt, die Einführung einer gesetzlichen Aktienrente, Einführung der Basisrente und nein, damit ist nicht der Rürup gemeint, Verbesserungen bei der betrieblichen Altersvorsorge und das Altersvorsorgedepot. Und im Investment? Sie wollen das Bargeld erhalten und keine Einschränkungen im
Ausgabenbereich haben und sie wollen Kryptowährungen und die dahinterliegenden Plattformen und Technologien fördern. Darüber hinaus haben sie viele Ansätze im Bereich Banken, insbesondere die Aufsicht durch die BaFin. Die Grünen wollen die Bürgerversicherung, den Bürgerfonds, einen Umstieg auf Honorarberatung und eine doppelte Pflegegarantierente. Und im Investment, sie wollen grüne Finanzmärkte und die Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in der Beratung. Sie stehen für die Abschaffung der Provisionsberatung, der BaFin-Aufsicht für alle Berater und Vermittler, der Abschaffung der Abgeltungssteuer und wie die CDU wollen auch sie eine europäische Finanztransaktionssteuer. Die Linke will die Bürgerversicherung, die Honorarberatung, eine gesetzliche Rentenversicherung für alle, eine solidarische Gesundheitsversicherung und eine Pflegevollversicherung. Nicht zu vergessen, die Übertragung aller Versicherungen in öffentliche Hand. Und im Investment, sie fordern die Abschaffung von Immobilienfonds, fordern auch die Finanztransaktionssteuer, wollen die Abschaffung der Abgeltungssteuer, die Einführung eines Finanz-TÜVs für Finanzinstrumente, die Stärkung der Honorarberatung und die Abschaffung des provisionsbasierten Verkaufs von Finanz- und Versicherungsprodukten. Darüber hinaus sollen auch die Banken in öffentliche Hand überführt werden. Auch die SPD will die Bürgerversicherung, den Provisionsdeckel in der Lebensversicherung, die Verbesserung der Altersvorsorge für Soloselbstständige, eine generelle Pflicht zur Altersvorsorge, die Stärkung betrieblicher Altersvorsorge, die Zusammenführung der gesetzlichen Rentenversicherung und weitreichende Änderungen in der privaten Altersvorsorge. Und im Investment? Auch sie wollen die Finanztransaktionssteuer. Der Fokus soll auf nachhaltigen Finanzanlagen liegen und eine stärkere Fokussierung auf Honorarberatung. Tja, das war's mit dem kurzen, aber intensiven Überblick. Zum Thema Wahlhilfe generell und einer neutralen Übersicht über das Thema Klima, Steuern und Rente findet ihr auch noch in der Videobeschreibung ein Video, das ihr dann an Kunden, an Geschäftspartnerinnen, Geschäftspartner, an Freunde, Bekannte, Verwandte schicken könnt. Wie immer freue ich mich natürlich über ein Abo, einen Daumen nach oben oder nach unten. Kommentare lasst uns einfach unten in der Kommentarsektion gesittet und gut über die im Video auftauchenden Themen mal ruhig ein bisschen diskutieren. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Wahl und auf die Diskussion mit euch in den Kommentaren. Geht wählen, denn denkt immer dran, wenn ihr nicht wählen geht, dürft ihr euch bei Chips und Cola auf dem Sofa nicht beschweren, wenn irgendein Politiker wieder irgendetwas raushaut oder irgendeine Partei wieder irgendwas nicht einhält. Nur wenn ihr wählen geht, dann könnt ihr dort sitzen und euch aufregen. Und zwar mit Recht. Es war mir eine Ehre. Euer Stefan.